Die Remscheider erobern Pirna. Für eine Woche sind rund 80 Gäste aus dem Bergischen Land im Elbtal zu Besuch. Organisiert wird die jährlich stattfindende Reise vom Partnerschaftskomitee Remscheid-Pirna. Seit 1990 gibt es die Städtepartnerschaft, seit 2002 die regelmäßigen Besuche. 2002 war doch das Hochwasser das erste. Und da im Dezember waren wir das erste Mal als touristische Fahrt da. Weiß ich noch, haben wir im Elbparadies gewohnt. Erdgeschoss noch nicht begehbar, im Obergeschoss dann gewohnt und gegessen. Und seitdem sind diese touristischen Fahrten. Und wir sind seit 2004, kommen wir quasi schon mit zwei Bussen. Thea Jüttner ist der Motor im Partnerschaftskomitee. Sie organisiert die regelmäßigen Pirna-Besuche. Das Wochenprogramm bietet immer wieder aufs Neue abwechslungsreiche Unternehmungen in Pirna und die Region. Thea Jüttner ist längst mit Pirna verwurzelt. Ihre Begeisterung für die Stadt möchte sie gern an andere weitergeben. Es sind jetzt zum Beispiel wirklich einige dabei, wir waren noch nie im Osten. Und das ist so wichtig. Das ist einfach so wichtig. Und auch gerade an den freien Tagen, man trifft sich, man setzt sich in der Gaststätte, man trifft sich und es freut mich auch diese Hofnacht, dass wir die zufällig mitbekommen. Das ist die beste Gelegenheit, mit Pirnchen ins Gespräch zu kommen. Die Fahrten nach Pirna sind in Remscheid mächtig gefragt. Doch die intensive Städtepartnerschaft kann weitaus mehr. Gleich mehrfach waren die Remscheider zur Stelle, wenn es in Pirna Land unterhieß. Ich weiß noch, beim letzten Hochwasser, da war unser Bus bis die Toiletten vollgepackt mit Pumpgeräten. Die Rotarier haben Sachen aufgetrieben noch. Und wir kamen dann an der Feuerwache an, als wir die Leute ausgeladen haben, der Herr Hahnke, Herr Borisch und alle waren da, haben die Gerätschaften ausgepackt. Und das war so schön, da sagte Herr Borisch, das ist wie früher, es riecht nur nicht nach Kaffee. Eine Woche lassen sich die Remscheider Zeit, um Land und Leute kennenzulernen. Ein ähnliches Interesse, nur andersherum, würden sich die Gäste aus Nordrhein-Westfalen wünschen. Doch die Pirnaer Fahrten nach Remscheid fallen deutlich übersichtlicher aus. Wir haben auch viel in der Umgebung, was, wie gesagt, landschaftlich wunderbar ist. Wir haben aber auch die wunderbaren Städte Köln und Düsseldorf. Genauso, wir machen ja auch Ausflug nach Dresden. Ein Bus fährt nach Bautzen, der andere nach Görlitz. Also auch das könnte man bei uns auch machen. Es müsste halt nur angepackt werden. Und ich kann nicht hier anpacken. Ich packe bei uns an. Zunächst einmal können die Pirner ihre Gastfreundschaft unter Beweis stellen. Die Remscheider sind jedenfalls gut erkennbar. Gleich zur Begrüßung gab es die originellen Pirner Einkaufsbeutel.